Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir haben beim letzten Mal unseren Steve Card laufen lassen. Da kann ich euch am Ende vielleicht auch nochmal irgendwas dazu erzählen. Aber bevor wir soweit sind, wollen wir definitiv mal ein bisschen mit unserem Rucksack rumspielen. Und dafür habe ich auch schon für mich selber herausgefunden, was wir machen wollen. Und zwar, wir wollen machen die Night Vision Goggles. Dafür brauchen wir jetzt einige Materialien, also das heißt, wir brauchen zwei Sensor Lenses, wir brauchen zwei Advanced Heat Exchanger. Ich hoffe, dass ich alles auch bauen kann. Ich brauche Diamond Plates, ich hoffe, dass ich alles da habe. So, und das fangen wir mal ganz unten an, mit dem hier. So, das machen wir auch gleich als A, weil ich das noch ein paar Mal brauchen werde. So, davon brauche ich auf jeden Fall zwei. Ich brauche immer zwei. Das heißt, wir brauchen jetzt Silberplatten, wir brauchen Aluminiumplatten, wir brauchen eine Kupferplatte und einen normalen Basic Circuit. Das heißt, den Basic Circuit mit, dann brauche ich Kupferplatten. Dann habe ich gesagt, ich brauche sechs Aluminiumplatten. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, 8 Silberplatten. Kupferplatten haben wir. Aluplatten haben wir. Die Silberplatten brauchen noch ein bisschen. So. Das heißt jetzt für mich, wenn ich jetzt das nehme, also mal das, was ich als nächstes brauche, brauche ich weitere 16 Silberplatten. Okay. Mach ich gleich rein. Und ich brauche Taste. Ich brauche Double Cover Copper Plates. Die müsste ich mit der Bending Machine und im Zweier machen können. Davon brauche ich auch 3, 4, 6, 8. Das sind die ersten 4. Dann verlassen wir den einen Raum und gehen in den anderen. Hier brauchen wir die 2 und gib ihm. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir brauchen davon 8. Das kommt dahin. Dahin, dahin. 8 Platten kommen dahin. Und wir haben die Heat Ranger. Das heißt, die kann ich wieder wegmachen. So, dann brauchen wir die Double und die nächsten. Und das heißt jetzt für mich. Dann machen wir den Weg wieder darum. Falsch. Ich brauche davon nicht zwei. Ich brauche davon vier. Okay. Das heißt, gleich jetzt hier wieder die Kupferplatten rein. Dann haben wir gesagt, für die zweite Aktion brauchen wir 16. Für die erste Aktion brauchen wir 8. Ahahaha. Dann machen wir schnell noch die Aluplatten, weil die gehen schneller. Das haben wir das. So, und dann brauchen wir hier nochmal 16. Und dann machen wir uns gleich den zweiten. Bin ja gespannt, ob ich wirklich alles im Kopf hatte, was ich brauche. Okay. 1, 2.
rüber. Ja, das ist alles so gemütlich. Zweiten brauchen wir jetzt aber keine Circuits, ne? Da. Hier. Okay. Eins. Okay. Ich konnte mal wieder nicht sehen, wie es aussieht. Aber wie gesagt, ne, bin nicht alleine hier. Das scheißegal. So, dann haben wir jetzt als nächstes brauche ich jetzt Diamantplatten und ich brauche Lapisplatten. Lapisplatten. Davon brauche ich, glaube ich, nur. Vier, also acht. Das gleich wissen. So, und zwar Diamantplatten habe ich noch sechs. Bitte sag, dass das reicht. Es reicht. Auch nehmen wir sogar nur zwei. Okay. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall das Lapis. Nicht durch einen Scanner bitte, sondern durch einen Cutter. Was will ich ihm in der Quest? Das kann ich auf jeden Fall ausmachen. Ich brauche jetzt dafür die HV. Habe ich jetzt schon mal die da vorbereitet. Schaue ich mal schnell nach. Moment. Vielleicht habe ich jetzt sogar schon die Quest offen. Getting around with bla bla. Electro Glasses, weil wir wollen nämlich den da machen. Sensor Lens, ja, da haben wir es ja doch. Red Alloy Ring. Da ist ein Prophet. So, das da. Müsste ich vier Stück rauskriegen. Müsste reichen. Nur. Ich frage mich gerade nur, ob wir die schon hergestellt haben. Also, dass die schon mal vorher, dass die schon mal jemand sozusagen co-produziert hat. War schon auffällig, dass das alles weg ist. Gott. Was machst du so lang? 40 Sekunden. Dank. So, dann heißt es jetzt, ich müsste jetzt eigentlich, genau, bis auf die Sensorteile, alles haben. So, und jetzt ist bestimmt noch der Heat Exchanger, was noch als zweites mit drauf ist. Genau, Lapisplatten, die habe ich noch nicht. Komponenten Heat Exchanger habe ich noch nicht. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. So, Lapisplatten, die habe ich jetzt auch. Jetzt muss man nochmal gucken, was ich... Genau. Das, dann brauche ich doch, ja. Du kommst dahin. Du kommst dahin und du kommst dahin.
Ah, ich habe die übersehen. Das heißt, ich brauche Stainless Steel und ich brauche Gold. Das heißt, ich brauche 16 Gold. Und ich brauche Stainless Steel. Nehmen wir gleich zwei mit. So, das heißt jetzt als erstes, ich brauche nicht den Rod. Auch nicht Wire. Mann. Wire ist doch total uninteressant. Ich mach's drüben. So, ich brauche hier meine Bolts. Du machst mir bitte die Platten. Haben wir jetzt die Stainless Steel Bolts. Dann machen wir jetzt da draus die Schrauben. Warten müsste ich. Best Bombly ist complete. Better is loose. Glückwunsch. Da. Okay. So, das ist kein Table. So, langsam alle voll. So, das war jetzt dann, glaube ich, hier, hier, hier. Hier. Und die Schrauben im Eck. Korrekt. Warten wieder. Die restlichen Platten abwarten. Hoffen, dass alles gut geht. Schöne ist, am Schluss brauche ich einfach nur noch eine Kiste. Eins, zwei, drei und Nummer vier. Gut. Und auch fertig. Du dahin und du dahin. Und ich habe mein Advanced Heat Nummer eins und du kommst dahin. Und ich habe mein Advanced Heat Nummer zwei. So, das ist die nächste Quest. Dann brauche ich jetzt hierfür Reinforced Glass Lens. Ja, habe ich. Okay, hier haben wir noch mal zwei. Dann heißt es jetzt, wir brauchen jetzt als nächstes die Sensoren. Für die Sensoren brauche ich jetzt die Ringe. Ich brauche Diamond Lenses. Auch. Okay, das machen wir nicht mehr hier, das machen wir draußen, weil ich einen Schraubendreher dazu brauche. Ja, schmeiß weg. Total wertlos das Zeug, schmeiß weg. Lenses. Ich glaube, ich habe welche schon in die Lace geworfen. Jawohl. Wow. Also das da kann ich rausnehmen. Das da kann ich rausnehmen. Das da kann ich rausnehmen. Habe ich noch Stainless Steel Screws? Einstecken. Aber die 16 Stück. Dass ich alle gebraucht habe, aber ja, nee, ich weiß, wo sie sind. Oder auch nicht.
Und ich wollte nicht, wo sie sind. Auch weg. Die waren auf jeden Fall hier. Und der Driver war hier. So, dann die Sensor Lenses. Dann war das in der Mitte. Das war da. Du kommst dahin, du kommst dahin. Dahin. Du kommst dahin. Und ich habe Sensor Lens Nummer 1 und ich habe Sensor Lens Nummer 2. Wir haben die nächste Quest fertig. So. Das ist halt die Special Frage. Aber nanomäßig noch gar nichts aufgegangen. Okay, aber jetzt können wir den Night Vision Googles bauen. Ich brauche jetzt noch einen Stainless Steel Ring. Einen Stainless Steel Bolt, den haben wir auf jeden Fall da. Den brauche ich. Ein Stainless Steel Ring. Haben wir sowas? Hier rumfliegen? Aus Versehen? Vielleicht habe ich ihn, vielleicht nicht. Silver Ring, Rough Ring, Ring Ring. Den Ring haben wir nicht. Also, mach mal. Ja, wir brauchen meistens Rods. Was brauche ich denn? Ich brauche zwei. Okay, so, dann habe ich jetzt als nächstes, machen wir mal das da. Das da kommt dahin, das kommt dahin. Dahin, das kommt dahin, dahin, der Bolt kommt dahin und die zwei Ringe kommen dahin. Und den Schraubendreher dann zurück. Und ich habe eine Night Vision Goggles. Dann brauche ich jetzt die Kisten. So. Gehen wir mal schnell hier hin. Und zwar die erste Kiste ist als einfach nur das Zeug hier rausräumen. Einzigste, was bleibt, ist Night Vision. So, dann nehmen wir jetzt die zweite Kiste. Das ist die hier und da tue ich jetzt alles rein, was aus meinem Rucksack kommt. Ist wirklich alles draußen? Ja. Gut, dann nehme ich meinen Rucksack nämlich ab. Ich habe die Night Vision Goggles. So, und jetzt brauche ich für den Bat-Rucksack. Dafür haben wir wieder eine Quest hier. Dafür brauche ich jetzt zweimal Leder. Ich brauche dreimal schwarze Wolle. Okay, also das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal ins Lager. Ich nehme mal sicherheitshalber meine Armbrust mit und lasse mal die Pfeile da. Funktioniert seit neuestem sehr gut. Ja, unverhofft kommt oft. Also das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich 7 Wolle. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Wolle überhaupt habe. Vor allem, ob ich die im Lager habe. Können wir es gleich wissen. Wenn nicht, basteln wir uns welche. Tuning Strings müsste ich haben. Oh, 7 Wolle, Hammer. Und ich brauche noch 2 Leder.
Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Alles. Denn ich will jetzt als erstes das soweit fertig machen. Denn, und das ist das kleine Wändchen, wenn ich nämlich jetzt dann das fertig habe, ist nämlich gleich mein, wo man diese Tränke brauen kann, weg, weil ich den für was anderes verwenden muss. Und da will ich jetzt erstmal sicher sein, dass wir alles haben. So, dann heißt es jetzt für mich, ich kriege jetzt Potion of Night Vision, kriege ich auch 2. Dann brauche ich Black Dye einmal. Ja, ich hätte es jetzt auch da draußen klauen können, aber nein. Dann kommst du da raus und du kommst raus. Du kommst rein. Wolle kommt hin und ich habe meine schwarze Wolle. Vielen Dank. Und jetzt kommst du hin. Da kommt jetzt hin die Wolle. Da kommt dahin. Das kommt dahin. Night Vision dahin. Du kommst dahin. Oder auch andersrum. Was habe ich jetzt schon wieder falsch? Potion of Night Vision. Black Wool, Black Wool, Black Wool. Potion of Night Vision Adventures Backpack. Standard. Ach, Night Vision. Go ja, und jetzt, das wird jetzt nämlich witzig. Es steht nämlich dort 0 von 2004186 Doppelpunkt 1. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an diese Brille ran? Wir machen jetzt nochmal einen kompletten Test, ob es geht oder nicht geht. Weil ich glaube, das Problem hatte ich schon mal, dass wir den nämlich nicht gekriegt haben. Also, wir schauen nochmal Adventures Backpack. 4312. 4, 3, 1, 2, dann Black Wool 35, 15. Black Wool 35, 15, dann die 8, 2, 6, 2. 8, 2, 6, 2 ist überhaupt richtig. Dann, Leder, die 334. Und die Night Vision Goggles von 31861 Protection 3. Ja, ich lade es jetzt einmal. Sicher ist sicher. Ich hoffe, dass ich die hier überhaupt laden kann. Also da kann ich sie schon mal nicht laden. Da kann ich sie auch nicht laden. Also ich kann sie weder in HV laden, noch in MV. Probieren wir LV. Da kann man es laden. Dauert halt nur 3 Jahre. Und ich darf sie nicht komplett voll machen, glaube ich. Muss ich noch mal genauer hingucken.
26 von 27. Aber schon traurig, dass ich dir nur LV laden kann. Geht wirklich nur in LV. Also, wie gesagt, wenn es das dann immer noch nicht geht. Und Dream zuguckt, weiß er gleich, was er ändern darf. Es nicht geht. Aber ich muss jetzt auf 4186. Doppelpunkt 1. Da dum da dum da dum. Lustig ist, dass halt Durability dort steht, aber das Ding ist nicht geladen. Also da ist irgendwas voll schief gelaufen. Was man so als Packbastler rausgefunden hat, am besten sich eine Night Vision selber bauen, also sozusagen aus dem Rezept das rausziehen und das reinstellen. Oder dann sagen NBT egal. Aber es ist halt total irreführend, wenn halt dort steht Durability 26 von 27, oben steht Doppelpunkt 1. Also ich schaue da jetzt drauf, weil ich es mittlerweile weiß, dass das halt relevant sein kann. Wie gesagt. Aber unten drunter steht halt 0K. Ja, also hier steht. Also ich sehe, dass die Leiste voll ist. Ich sehe, dass Durability 26 von 27 dort steht. Und ich sehe, dass dort steht Night Vision Goggles 4186 Doppelpunkt 1. Oh, wir haben es jetzt schon geschafft, dass wir die Hälfte haben. Wie gesagt, wenn das Ding voll wäre, ne, wäre für mich ja auch, ist ja für mich, richtig. Aber was schon ein bisschen doof ist, dass man die nicht bei MV oder HV laden kann. Bei 200.000 EU ist es nicht gerade wenig, ne? Wir füllen mal schnell Benzin nach. Da ist da irgendwas drin, was mich nicht juckt. Ich mache jetzt da mal Test. Stone Brick. So, kann man ja aufmachen. Das Ding dort steht. Ja, klasse. Da hat wohl jemanden. Hey! Hallo! Mann! Das finde ich natürlich super. Ah, bewegt es sich? Hallo? Ah! so, also wir haben auf jeden Fall in dem Rucksack jetzt was drin.
Wäre auch so gegangen. So, das heißt jetzt, wir brauchen unbedingt. Am besten ist es, da steht er auf 0 und dann kriege ich das große Brechreiz. So, also wir haben das Ding jetzt vollgefüllt. Na, das kommt jetzt dahin und das Ding kommt dahin. Und ich kriege dann. Also, das ist wichtig. Und man hätte sogar das Zeug drin lassen können. Das haben wir jetzt auch gemacht. So, und jetzt wird es für mich ganz, ganz böse, weil ihr seht es gerade, es ist gerade hell geworden. Jetzt muss ich mal schnell bei den Controls gucken. Advanced Spectic, Toggle Actions, Return. Das ist das Tool Cycling. Ja, also jetzt habe ich immer Night Vision. Jetzt kann man auch draußen Spaß haben. Ja. So, aber wir räumen jetzt mal unseren Rucksack feinsäuberlich wieder auf. Machen mal zusammen. Vielleicht kriegen wir auch was, dass wir merken, den Scheiß brauchen wir gar nicht mehr. So, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall alles, was mit Magie zu tun hat. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen kleinen Zauberstab, meinen etwas größeren und meinen dritten. Und meinen Summoner Mekan. Und mein Saumometer. Das sind fünf Sachen. Passt. Dann hätte ich gesagt, für die Bienen habe ich hier meinen Scoop. Den lasse ich jetzt mal da. Den brauche ich nicht. Dann habe ich hier nochmal Tools. 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 So viele Tools. Wieso habe ich so viele Tools? Habe ich zwei Wirecutter einstecken. Mein Wrench müsste. Ja, genau. Mein Soft Mallet ist hier. Mein Wrench ist auch hier. So, den Rucksack kann ich mir auch gleich wieder mitnehmen. So, denn Soft Mallet kommt hier rein. Dann mein Spade und so weiter, den hätte ich gesagt, das packe ich hier auch mit rein. Das brauche ich nämlich auch nicht alle 5 Minuten, sondern das brauche ich nur, wenn ich da draußen bin. So, und was nehme ich noch mit? Also das brauche ich öfters. Das kommt auch noch dazu. Eine Lasse brauche ich eigentlich auch sehr selten. Die Schere. Okay, Hanglider ist klar. Das Scaffolds ist auch klar. Meine Lunchbox. Da kann ich gleich mal einen Test machen. So, meine Lunchbox kriege ich mal keine Kernen rein. Brauche ich die nicht? So. Hexer, dann tue ich die Schere auch mit hier rein. Und in meinen anderen Rucksack kommt jetzt dann, also Circuit Programmer kommt wieder hier hin, das ist klar. Hanglider und das Essen kommt auf die Seite, genauso wie die Scaffolds. Jetzt brauche ich auch keine Leitern mehr. Dann habe ich mein Orefinder und mein Ophanix. Mein Tape Measure. Dann habe ich ein Schwert, dann habe ich die Watering Can. Electric Tree Tap, ein Feuerzeug, ein Butchery Knife, wenn ich mal Viecher jag. Scribing Tool. Scepter of Life Draining. Das ist was ich nicht einstecken muss. Flint Matter brauche ich nicht mehr. Das heißt eine normale Schere. Das ist ein Scaffold. Das ist die Map für drüben. Das ist meine Soul Fiole. Okay, also, das heißt, Soul Fiole kommt hier hin, genauso wie Scribing Tool. Dann habe ich hier jetzt noch meine Watering Can. Dann habe ich zwei Waffen. Dann habe ich hier mein Teil. Das heißt, da oben kommt noch das Feuerzeug und der da und das da und da auf Phanix hin. Measure Tape kommt hier hin, das goldene Lasso auch.
Dann habe ich jetzt als nächstes noch nach unten kommt immer Wirecutter, nach oben kommt der Screwdriver. Dann habe ich noch meinen Mortar, meinen Scoop. Und der Wrench ist das, der das alles lenkt. Gut. Dann kann ich jetzt hier mein ganzes Graffel wieder einstecken. Ich drücke die 3 und gehe wieder auf Mining. Dann ist jetzt alles schon mal so weit sauber drin. Gut, dann kann ich den Schlüssel noch aufräumen, weil den brauche ich auch nicht ja die ganze Zeit. Habe noch meinen Builder's Wand. Meine Schüssel. So. Dann habe ich hier noch meine Lapis Plate. Mal das da weg. Also ich sage für mich immer, alles in den Rucksack rein, was man häufig und schnell brauchen kann, weil man, da kommt man mit einer Schnelltaste hin. Und ja, alles andere ist nicht so wichtig. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen Wirecutter und einen Scoop. Ich schmeiße ich schon mal hier rein. Escaptor und die Schere und so weiter und so fort. Last hier, hätte ich gesagt. Kommt hier rein. Das Lustige ist, diese Tasche, ja, kommt irgendwann ins Restaurant. Hardened Wall, das ist, sind Blöcke, mit denen man baut. Und die Wolle ist, was ich irgendwann benötige für die anderen Rucksäcke. Mal da draußen noch hin. Dann haben wir schon mal alles jetzt soweit weggeräumt. Die restlichen Scaffolds schmeiße ich auch noch hier mit rein. Oder auch nicht. Voll. Irgendwas ein paar Salz auch mit raus. Haben wir das jetzt auch. So. Aber ich habe noch euch versprochen zum Schluss von der Folge. Weil bei Steve Katz habe ich mir noch ein bisschen was angeguckt. Dass ich da euch ja nicht wie beim letzten Mal nur gerade mal mit Hans Rosenthal spiele. Wenn sich sehr viele fragen, was das ist. Der alte. So, man kann jetzt nämlich auch hingehen und den disablen. Auf D stellen. Also das ist einmal rechte Maustaste. Und dann ist der sozusagen stillgelegt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt, weil wir nicht jetzt so viele Münzen mehr haben, Junkload aus. Ich habe genügend Holz, ich mache den einfach aus. So, dann hast, seht ihr hier, jetzt habe ich hier auch Coke, Coal Coke drin. Kann der auch verbrennen. Sind 8000 Fuel. Und das andere sind, glaube ich, nur 4. Woodcutter ist klar. Wie gesagt, wenn das mal voll ist, Diamant rein, dann macht er den wieder stark. Side-Chest, Internal Storage, Top-Chest. Das ist auch irgendwie logisch. Hoffe ich. So, und dann haben wir ja diese Blöcke hier. Und momentan ist es ja wirklich so. Ja, da ein bisschen sieht man es. Da ist blau. Und jetzt sage ich zu ihm, er soll mir blau, er soll mit blau was machen. Er soll in blau mich befüllen. Und zwar vom Cargo Manager in die jeweilige Box. Und er soll aus der Box in den Cargo Manager füllen. So, das da kann ich jetzt farblich auf schwarz stellen. Das heißt, das da ist erstmal außen vor. Brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Torch-Setzer dabei gehabt hätte, hätte ich jetzt sagen können, okay, setz mal einen Torch. Hätte ich die dahin packen können.
Aber wie gesagt, das ist das Wichtige und das ist das blaue Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich komme jetzt hier an, fahre hier weiter, gehe hier wieder rein und komme dann da weiter, hätte ich ja drei Seiten. Dann bräuchte ich natürlich noch diese Advanced Detector Rail an jeder Seite. Da könnte ich jetzt mit mehreren Seiten arbeiten. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, belade auf der roten Seite aus. Über die Farbe hier. Nein, über diese Farbe hier. Ja, ich kann jetzt sagen, könnte ich jetzt sagen, okay, rot lädst du aus. Ah, sehr schön. Blau hat er mal übersprungen. Und dann könnte ich sagen, bei Blau füllst du die Saplinge auf und bei, glaube ich, Grün. Bei Grün haust du die Kohle rein in den Motor. Das ist jetzt das, was der untere Block macht. Also ich verteile vom Cargo Manager zu, egal wohin. Ist auch scheißegal, wo ich das hier hinten angepflanzt habe. So, und was ich jetzt komplett falsch hatte, ist das hier. Und das ist sozusagen das Gerät, der den unteren Block befüllt. Von außen. Also ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ist das orange? Ja. Also ich könnte jetzt sagen, von oben kommt jetzt was. Und das befüllst du bitte. Und das sind jetzt die vier Farben, die es hier unten gibt. Gibt nur vier. Rot, Gelb, Blau und Grün. Da könnte ich jetzt sagen, befülle bitte in den blauen Slot. Und zwar, ich habe mich ja gefragt, was das bedeutet. Es gibt Top Left hier, Top Right hier. Das ist schon mal, na, geh auf. Ja, das sind jetzt die zwei. Oder Bottom, das sind die beiden. Und jetzt möchte ich zum Beispiel haben, wir machen das mal jetzt richtig. Ich habe jetzt hier mein gelbes Feld. Mein gelbes Feld sage ich zu dem. Im gelben Feld bitte ins blaue packen. Also wie gesagt, wir reden jetzt nicht von hier. Das ist nur die Seite, wo befüllt wird. Gehst du unten links zum Card. Oder beziehungsweise unten links rein. Also das heißt, jetzt würde er über dieses Feld die Saplinge machen. Das heißt, ich könnte jetzt dann hier meinen Conduit sagen, okay, bitte in dieses Feld hier unten die Saplinge reinpacken. So, und dann könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, du packst jetzt aber auch oben ins Orange, ne, weil, wie gesagt, ist einfacher Weg, ne, das wären die zwei. Gehst jetzt du nach unten rechts und befüllst mir mein Feld mit Coke-Coal. Coke-Coal. Whatever. Ja, also das heißt, ich kann jetzt ihm über diesen Manager sagen, wo er was hinpacken soll. Und über diesen Manager sage ich ihm, was rauskommen soll. Normalerweise. Weil ihr habt es ja auch gesehen, ne? Wenn ich jetzt da was reinfülle, können wir mal einen Test machen. Füll jetzt da was rein. Weil das juckt nämlich die Pipe nicht. Ja? Die füllt alles raus. Die zieht auch wirklich alles raus. Der ist egal, wo ich gesagt habe, dass er es hinfüllen soll. Also das heißt, das muss man halt auch beachten. Jetzt schauen wir mal, ob man das auch noch hier oben steuern könnte. Das heißt also, ich könnte jetzt dann eventuell sagen, er soll bitte aus dem Top Right From Card
rausholen. Habe jetzt nur leider keine Konduits dabei, dass ich es testen könnte. Natürlich sehr intelligent. Werde ich mal machen. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr auch, was auch zum Beispiel eine Idee ist, wenn jetzt ihr so ein kleines Feld habt, wie ich jetzt hier, ja, wo der Kart einfach nur die ganze Zeit rumsaust, wenn ihr in der Nähe seid. Ich rede nur von, wenn ihr in der Nähe seid. Dann kann man auch hingehen und sagen, okay, ich warte mal jetzt ein bisschen, bis ein paar Bäume gewachsen sind. Ja, geh dann wieder zu dem Ding hin und sag ihm, es soll jetzt wieder starten. Und noch ein weiteres, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zwei Engines drin hätte, zum Beispiel eine Solar Engine und eine Coal Engine, dann habe ich ja die zweimal. Dann könnte ich zu ihm sagen, die Coal Engine bitte tust du auf Priorität niedrig und die Solar auf Priorität hoch. Das heißt, solange das Ding Sonne hat und es gibt dafür auch einen Speicher, ja, das schaut dann wie beim Woodcutter aus, die befüllt sich, da zieht es ja erstmal die Energie raus, dann verwende erstmal Solar und wenn diese Solar dann sozusagen verbraucht ist, dann verwende Kohle. Also somit kann man das steuern. So, okay. Also das haben wir nochmal ein bisschen Steve Katz gemacht. Und wir haben uns eine Night Vision Brille gemacht. Und ihr seht gerade eine FFL wie Tag. Wir haben nur gerade 11 Uhr Nacht. Das ist jetzt das Schöne. So, das heißt, ich kann jetzt mir mal das da borgen. Und ja, jetzt haben die ein Problem. Die Jungs und Mädels. Komm. Und ich habe neu. Was? So, und ich habe. Okay, da hat mich jemand verdroschen. Den ich nicht gesehen habe. So eine Sau! So. Okay. Jetzt laufe ich mal ein bisschen schneller, aber holen wir mal meine Dosen. Und erstmal schnell, dass ich mich wieder auflade. Nee, aber es, wie gesagt, jetzt, das ist jetzt einfach für mich gemacht, um schnell an diese Pünktchen ranzukommen, dass wir auch weitermachen können. Aber wie gesagt, ich brauche hallo. Dann noch einer. Ich brauche jetzt diese Pünktchen wie Sand am Meer. Und da wir noch nicht Farmcraft groß aufgebaut haben, was jetzt auch noch kommen werden muss, ist halt, dass man ja halt die Aspekte füllt. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was. Alles klar. Ja, das Problem ist nur wieder mal, ich habe wieder mal kein Ignis bekommen. Ignis bin ich bei 14. Terra bin ich jetzt schon ziemlich weit. Ordo bin ich schon ziemlich weit. Nee, es geht sogar. Luft ist sogar schon fast voll. Und Natur auch. Aber wie gesagt, ich brauche mir jetzt keinen Kopf mehr machen, dass ich nichts mehr sehe. Und das ist jetzt bei mir schon vorbei. Juhu. Oh, okay. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt sie mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann geht es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.